Hallo ihr Süßen, ein frohes neues Jahr. Ja, endlich habe ich mich dazu aufgerungen, ein neues Video zu machen. Es war echt viel los und stressig. Ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Okay, gar nicht lang rumreden. Ich habe ein Schnäppchen-Haul. Und zwar war ich im Teddy und im DM. Da wurden die ganzen Weihnachtssachen stark reduziert und da musste ich natürlich zuschlagen. Das Gute an Weihnachten ist, es kommt jedes Jahr wieder. Deswegen geht einkaufen. Gut, Leute, wir fangen gleich an. Und zwar, ich greife jetzt einfach mal da neben mich. Gab es bei Teddy, das ist so Glitzerstreifen, damit kann man, also 55 Cent. Damit kann man so Sterne basteln. Also ich werde keinen Stern draus machen. Ich werde das wahrscheinlich zum Stanzen hernehmen. Weil Glitzer ist immer schön. Ja, ich hoffe, es geht mit den Lichtverhältnissen. Davon habe ich gleich 4 Stück mitgenommen. Da kriegt die Jasmin 2 und ich 2. Damit wir was zum Basteln haben. Wir haben ja sonst nichts, ne? So, dann geht's gleich weiter. Und zwar habe ich hier Geschenktaschenset, also Dreier-Set, also so Geschenktüten. Was ich aber komisch finde, Dreier, es schaut nämlich so aus, als wären nur 2 drin. Ich bin zu nah da, gell? So, ich sitze nämlich heute am Boden. Schauen wir mal. Moment mal, ich versuche euch mal ein bisschen höher zu machen, damit ihr ein bisschen mehr seht. Ich glaube, das hat jetzt nur semi-gut funktioniert. Naja. Also auf jeden Fall, komm, wir machen die jetzt mal zusammen auf. Haben auch 55 Cent gekostet und sollen 3 Stück drin sein. Und ich sehe nur 2. Also machen wir das einmal auf. Ah, 2x Pinguin. Ja, es gab noch welche mit Weihnachtsmännern, aber ich finde Weihnachtsmänner irgendwie blöd. Vor allem, weil in Bayern kommt ja eh das Christkind und nicht der Weihnachtsmann. Und die sind auch viel süßer. Also seht ihr, wie das ist. Also unten ist wieder so eine, also es ist eine Bodentüte. Ich weiß nicht, ob man das so nennt, aber ja. Und hier kann man es aufmachen und das Geschenk reintun. Relativ dünn, also ich würde nichts Schweres reintun. Eine Weinflasche oder so ist, glaube ich, weniger dafür geeignet. Also für eine Weihnachtsflasche. Oh Gott, Leute, es geht in dem Jahr schon wieder so weiter, wie es aufgehört hat das andere Jahr. Ich glaube nicht, dass diese Taschen für Weinflaschen geeignet sind. So, aber zuckersüß, oder? Man muss es ja auch nicht so nehmen. Da die Tüte selber den Druck ja auch drauf hat, könnte man jetzt zum Beispiel diesen Kopf zu einer Karte oder zu einem Album verbasteln. Ja, genau, die habe ich mitgenommen. Und weil es so schön war, habe ich dann noch diese hier gefunden. 55 Cent, 2 Faltboxen, auch für kleine Geschenke. Sollen wir da auch mal eins aufmachen? Wollt ihr das mal sehen? Machen wir doch, oder? Habt ihr das eigentlich schon gesehen, dass der Teddy das jetzt hier so zum Aufreißen hat? Finde ich mega. Entschuldigung, wenn ich laut raschel und knister. Ja, genau, da kann man diese Dinger hier rausdrücken. Werde ich natürlich auch weiter benutzen. Oh, Kamera, wo bist du? Irgendwie mag meine Kamera wieder nicht. Oh ja, da seht ihr mal, dass meine Hände unbedingt Creme brauchen. Naja, genau. Auf jeden Fall sind das solche Faltboxen, wenn das Handy es euch zeigen will. Die knickt man dann da zusammen. Genau, ja. Und dann drückt man den Boden nach unten. Wenn man sich nicht so blöd anstellt wie ich. Und ja, ihr könnt es euch ja denken. Genau, und da haben wir einmal mit Sternen. Und mit Streifen. Und weil ich ja immer an meine Jasmin denke, kriegt sie auch einmal mit Streifen und Sternen. 55 Cent. Dann haben wir noch für mich einmal mit Zacken und mit Punkten. Ich finde das so toll, weil ich habe Mickey Maus und Minnie Maus Stanzteile. Und das erinnert mich total an Minnie Maus. Das muss doch nicht Weihnachten sein, oder? Wenn ich da jetzt noch eine Minnie Maus drauf mache mit einer rot-weiß gepunkteten Schleife, ist das doch total, ja, also ich sehe da nicht Weihnachten drin. Oder ich schirgel, keine Ahnung. Genau, und dann haben wir das gleiche nochmal für die Jasmin.
Ich habe da immer ein schlechtes Gewissen, deswegen habe ich die Jasmin gleich angerufen und habe gesagt, Jasmin, ist es schlimm, wenn du auch was aus der Kruschelkiste kriegst für 55 Cent? Dann hat sie gesagt, spinnst du, ist doch voll in Ordnung und bla. Ja, aber trotzdem, es kommt ein bisschen blöd. Vor allem, ihr werdet im nächsten Video sehen, was die Jasmin alles für mich hat. Die übertreibt maßlos. Ich sag's euch, maßlos. Dann haben wir noch diese Teile hier. Holzteile sind drin 4 Stück. Kamera. Genau, Merry Christmas. Und so ein Elch drauf. 55 Cent. Schade eigentlich, dass der Teddy jetzt nur noch so auf 55 Cent reduziert. So, dann habe ich noch. Ach ja, die finde ich ja mega geil. Das sind Holzteile mit hinten Klebepad drauf. Also was heute mit dem Handy los ist. Was ist das für ein Knopf? Ah, jetzt macht das wieder. Genau, also hinten mit so einem doppelseitigen Klebepad und die schimmern. Ich finde die total süß. 10 Stück. 55 Cent, kann man echt nichts sagen. Dann habe ich noch, was habe ich noch? Das da ist ein, also das habe ich jetzt vom DM. Es ist alles bei mir hier ein bisschen durcheinander. Das war jetzt alles Teddy. Ihr kennt ja, wisst ja, wie das ausschaut beim Teddy. Genau, und beim DM gab es auch reduzierte Sachen und zwar auf 50%. Also alles, was von Weihnachten ist, wurde 50% runtergesetzt. Und dieses hier, ja, ist jetzt nicht so der Oberhammer. Aber ich musste das mitnehmen, weil die Jasmin genauso ausschaut mit ihrer Brille. Ah, das hat mich so an die Jasmin erinnert. Och ja, und Geschenkband, Schleifenband kann man nicht genug haben. Und er ist so süß, schaut mal. Oh. Genau, also die Hälfte. Ja. Dann haben wir noch diese hier, also ich diese hier gefunden. Die sind auch vom Teddy für 55 Cent, 6 Stück. Das sind so Glitzerhirsche. Was in Bayern gut ist, die braucht man nicht nur Weihnachten oder so, die kann man auch im Sommer an Geschenke hängen, weil Hirsche gibt es immer bei uns. Gämse und alles läuft bei uns auch im Sommer umeinander, gell? Genau, dann haben wir hier nochmal Tannenbäume. Was ich da blöd finde, dass die glitzern. Also deswegen packe ich die jetzt auch nicht aus. Das sieht man ja hier schon in der Tüte. Das fällt ab. Aber muss man halt auf dem Balkon mal richtig ausschütteln. Vielleicht geht's dann. Oder mit Klarlack ansprühen, dann ist es auch wieder besser. Genau, 55 Stück. Die sind nicht aus Holz, das sind so aus Schaumgummi, glaube ich, mit Glitzer ummantelt. Tannenbäume. Und wo machen wir weiter? Ich habe Glöckchen. Ihr wisst ja mittlerweile, dass für mich wichtiger ist, wie das Geschenk ausschaut von außen, wenn es eingepackt ist, als wie das, was drinnen ist. Weil das ist immer das Erste und das macht die Vorfreude noch größer. Und ja, bei mir kommen immer Tannenzweige dran und kleine Kügelchen. Und Tannenzweige? Ja, Tannenzweige. Nee, doch, Tannenzweige. Ich habe es jetzt gerade mit Tannenzapfen verwechselt. Tannenzweige dran, kleine Kügelchen, vielleicht noch eine Zuckerstange, eine schöne Schleife und ja, dann macht das Auspacken doch viel mehr Spaß. Und jetzt habe ich für 55 Cent solche Glöckchen gekriegt. Die sind mega groß. Also ihr seht, schaut, das ist mein kleiner Finger und das ist die Glocke. Ja, also zuckersüß. Oh, da musste ich natürlich zugreifen. Die habe ich dreimal. Die kommen wieder an die Geschenke. Und so ein Glöckchen kann man immer an ein Geschenk hängen. Ja, Malki. So, und weil es so schön war, habe ich die mittelgroßen auch mitgenommen. Oh, ich bin... Malki, komm mal her, netten Weinen. Komm her. Kannst du mit der Glocke spielen? Komm mal her jetzt. So, genau, da machen wir mal eine auf, damit der Maiki was zum Spielen hat. Aber wartet, wir nehmen lieber eine große. Maiki, schau mal. Magst du eine Glocke rumschießen? Ja? Ich kriege es natürlich nicht auf. Schau mal. Magst du spielen?
Schau. Interessiert ihn so gar nicht die Bohne. Maggi, da, du spielen. Ui. Ui. Naja, interessiert ihn nicht. Hallo, Maggi. Ja, genau. Gut, jetzt haben wir die auch mal aufgemacht. Die großen, aber das ist irgendwie immer so, finde ich, dass die ganz großen leiser klingeln als die kleinen. Naja, also wenn ihr wüsstet, was mein Freund mit meinem Hund macht, weil wir, die sind halt jeden Tag auf den Bergen unterwegs und wenn sie jetzt ein Gams sieht oder ein Bock, keine Ahnung, irgendein Viech sieht, dann ist die schon mal kurz weg, wenn mein Freund nicht rechtzeitig reagiert, ne? Deswegen hat sie auch an ihrem Halsband oder an ihrem Geschirr hat sie einen GPS-Sender, damit man sie eben verfolgen kann. Wir haben aber auch, weil im Winter oder in den Bergen ist es so, wenn die jetzt hinter einen, also du bist hier auf dem Weg und wenn die jetzt hinter so einen Hügel rennt, der muss nicht hoch sein, nur so ein kleines Hügelchen, dann hört man sie nicht mehr. Und deswegen haben wir jetzt das GPS noch, aber ich zeige euch mal, warte, ich muss mal schnell schauen, weil der ist nämlich gerade mit dem Hund auf dem Berg. Hier, das muss ich euch jetzt mal zeigen. Genau, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich die Handynummer von uns nicht leake. Genau, das ist nämlich hier drauf. Und deswegen hat mein Hund die dran. Ja, jetzt sagen viele, oh, das ist ja Tierquälerei und das stört den Hund. Nein, wir haben es mit dem Tierarzt abgesprochen. Das interessiert den Hund überhaupt nicht. Und wir hören sie. Vor allem im Winter, wenn es so schön stark draußen ist, dann hört man die halt perfekt. Und dann kann sie, die klingelt ja auch nicht ständig. Die klingelt ja nur, wenn sie wirklich so läuft. Genau, von diesen Glocken auf diese Glocke, ja, genau. Was halt blöd ist, auf unseren Bergen sind Kühe unterwegs und Pferde unterwegs, die haben auch solche Glocken. Jetzt weißt halt nicht, ob deine Kuh klingelt oder die auf dem Feld. Naja, egal, gut, wir machen weiter mit dem Haul. Ich erzähle schon wieder so viel Schmarrn. Maiki, halt doch mal die Mama auf, wenn die so viel Schmarrn erzählt, ha? Halt die doch mal auf. Oh, kannst du schon wieder Kamera wackeln? Ja. Die Glocken interessieren ihn nicht, aber ist auch gut, sind ja meine. Gut, dann habe ich noch was für die Jasmin. Die Jasmin und meine Nachbarin und meine Schwägerin, die sind ja so stickerverrückt. Die sind so stickerverrückt, wenn die Geschenke oder Karten verschicken, da ist der ganze Umschlag mit Stickern voll. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, die sind runtergesetzt. Für den normalen Preis würde ich sie niemals kaufen, obwohl sie zuckersüß sind. Und zwar würden die 1,85 Euro kosten bei DM, runtergesetzt 50%. Sind die nicht süß? Irgendwie ist heute das mit dem Licht noch schlechter als sonst immer. Schaut's mal. Und was kosten sie nochmal? 1,85. Ja, sagen wir mal ganz grob aufgerundet 1 Euro, da kann man sie mitnehmen. Und die Jasmin freut sich, da kann sie wieder verkleben und verbasteln. Sind die nicht süß? Ja, genau. Also ich finde sie zuckersüß. Ich hoffe, Jasmin freut sich. Weil Jasmin und ich hatten ja unser Weihnachten noch nicht. Aber ihr werdet live dabei sein. So, dann geht's weiter mit den Stickern für die Jasmin. Dann haben wir hier einmal diese 3D-Sticker. Also diese, das Holz? Nee, Pappe. Aber die sind dick. Kann ich bei diesen tollen Lichtverhältnissen euch natürlich nicht zeigen. Genau, frohe Weihnachten. Ich finde es toll, weil es halt auf Deutsch draufsteht. Ja, okay, aber einmal geht schon. Genau, und das sind 3 Bögen mit immer jeweils verschiedenen Stickern. Oder nee, 2-mal Papiersticker und einmal diese erhabenen. Und die hätten gekostet 3 Euro. Ich hätte sie nicht gekauft. Klar, es sind 3 Bögen. Woanders beim Teddy zahlst du auch für einen Bogen 1 Euro. Aber für 1,50 und die hat wirklich viel Spaß daran. Und ich krieg sie ja dann auf meinen Briefumschlag auch wieder zurück. So, Schatz, her. Da sind dann noch, ich will es jetzt nicht kaputt machen. Sind die Handschuhe in der Wäscheleine nicht? Ich finde die zuckersüß. Joy, frohes Fest. Das ist auch so lustig. Wenn du ein Foto hast, kannst du das jemanden aufsetzen. Finde ich total süß. Ja, schauen wir mal, was sie daraus machen wird. Dann hier auch nochmal. Oh Gott, schaut euch den an, ist der nicht lieb. Der Fuchs.
Ja, total süß. Also ich finde, doch, da wird sie sich freuen. Und wenn nicht, dann behalte ich sie. Was haben wir denn jetzt noch? Ich habe jetzt eigentlich gar nichts mehr, aber ich glaube, das reicht auch, weil nur weil reduziert heißt es ja nicht, man muss alles haben. Ich habe wieder viele Dinge gekauft, die ich eigentlich gar nicht haben muss, aber ihr kennt es ja, überall, wo das rote Papperl drauf ist, möchte man am liebsten hin. Bei mir ist es wirklich so, wenn ich mit der Jasmin zum Beispiel einkaufen gehe, also nicht im Lebensmittelgeschäft, sondern Teddy und ihr wisst ja, dann ist es immer so, schau nach dem roten Papperl. Und erst wenn wir diese roten Papperl durchgeschaut haben oder bei den Kruschelkisten hinten beim Teddy sind, dann können wir in normalen Sortiment schauen. Weil es kann ja, manchmal ist es so, ist wirklich so, jetzt ohne Schmarrn. Da ist jetzt zum Beispiel, da fehlt eine Glocke. Es sind keine 10 mehr, sondern nur noch 9. Und schon ist es in der Kruschelkiste reduziert. Vielleicht gefallen mir die aber in echt auch so geil, so super, dass ich sie dann vorher für 1 € ausgesucht hätte und dann habe ich halt den Ding, ja, scheiße. In der Gruselkiste sind zwar nur 9, aber da kostet es nur 55 Cent. Ach, ich rede schon wieder Schmarrn. Genau. Auf jeden Fall, vielleicht werde ich noch ein kleines Craft-Update machen, weil ich bin so stolz mit meinem Album. Oh Gott, ich bin so stolz. Es schaut mittlerweile, also bei mir ist es mittlerweile so, umso mehr ich mache, umso blöder schaut es aus, aber ich bin trotzdem so stolz. Es fühlt sich an wie ein gekauftes. Oh, und ganz ohne Anleitung. Gut, dann würde ich mal sagen, höre ich jetzt auf und werde noch ein Albumvideo machen, also ein Craft-Update. Gut, und dann muss ich mich irgendwann an die Weihnachtsgeschenke für die Manu und Manus Kinder machen und Manus Geburtstag, weil die denkt bestimmt eh schon, ich habe sie vergessen, aber wann soll ich es machen? Ich arbeite im Einzelhandel, ich hatte wirklich für gar nichts Zeit, außer jetzt für ein bisschen Geld ausgeben, habe ich aber auch vor der Arbeit gemacht, ich hatte Spätschicht, bin ich noch schnell los. Geld rausgeschmissen, damit wieder Platz ist für neues Geld, wenn ich jetzt arbeiten gehe. Genau, also Leute, ich wünsche euch nochmal frohes, frohes Neues. Ich werde jetzt das Album holen, werde den Schmarrn hier ein bisschen zur Seite räumen und bin gleich wieder da. Pfiat euch!